Auch der Toyota Corolla bekommt in dem Modelljahr 2023 eine Überarbeitung. Das neue Facelift wurde nicht nur am Motor, sondern auch am Außendesign überarbeitet. Und was genau alles Neues am Corolla ab 2023, erfahrt ihr in diesem Video. Toyota hat an neuen Motorisierung gearbeitet. Die 2-Liter Hybridmaschine mit den 184 PS bekommt jetzt 196 PS und die 1,8-Liter Hybrid-Variante mit den 122 PS hat Toyota auf 140 PS Systemleistung hochgeschraubt. So soll der Toyota Corolla in gerade mal 9,2 Sekunden von 0 auf 100 schießen. Somit ist der Corolla dann 1,7 Sekunden schneller als die Motorisierung davor. Und ich denke mal, dass der Corolla auch deutlich mehr Fahrspaß bieten wird. Wie das Ganze dann mit dem Komfort und auch mit dem Verbrauch ausschauen wird, das zeigen wir euch natürlich in einem separaten Video. Das findet ihr dann wieder hier unten in der Infokarte, sobald wir den neuen Corolla hier auf dem Hof haben. Toyota verspricht, dass der Verbrauch des neuen Corolla im Gegensatz zu der vorherigen Motorisierung nicht ansteigen wird, denn die Leistungssteigerung kommt nicht vom Benzinmotor, sondern von dem Elektromotor. Zudem hat Toyota auch noch die Batterie überarbeitet, die ist jetzt leistungsstärker und das Volumen und Gewicht wurde verringert. Das bedeutet, ihr seid wieder leichter unterwegs, habt noch mehr Leistung und somit auch einen geringen Spritverbrauch. Der neue Toyota Corolla kommt genauso wie der BZ4X mit der aktuellsten Version des Toyota Safety Sense zu uns. Safety Sense wurde nochmal überarbeitet, auf jeden Fall so diese Grundsachen und wurde auch nochmal erweitert, denn der Spurhalteassistent, das Pre-Collision-System, die Schilderkennung und die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage wurden hier verbessert und das System ist auch noch um einige neue Funktionen gewachsen, wie zum Beispiel den Kreuzungsassistenten. Der soll euch dabei helfen, wenn ihr an einer Kreuzung zum Beispiel Linksabbieger seid, den entgegenkommenden Verkehr zu erkennen. Und sollte dieser euch zu nahe kommen, bremst das Fahrzeug und würde wieder Kollision vermeiden bzw. verringern. Auch neu ist der Notbremsassistent. Der soll nämlich im Worst Case, wenn ihr ohnmächtig werdet am Steuer, euer Fahrzeug zum Stehen bringen. Das bedeutet, ihr werdet auf eurer Spur immer langsamer. Das Fahrzeug macht die Warnblinkanlage an und bringt euch zum Stillstand. Im letzten Schritt ruft der Toyota für euch dann noch über den E-Call bei euch im Fahrzeug einen Krankenwagen für euch. Ab der Team Deutschland Variante, wenn ihr das Technikpaket dazu konfiguriert habt, dann hat euer Corolla auch die Totwinkelwarner. Die helfen euch dann zum Beispiel auf der Autobahn oder auch so im Straßenverkehr, Fahrzeuge bei euch im toten Winkel zu erkennen und dann blinkt euer Corolla bzw. piept dann auch auf, wenn ihr überholen möchtet. Dieses System dient dann zum Ausparken, denn wenn ihr diese Totwinkelwarner habt, arbeiten die mit dem Querverkehrswarner zusammen und wenn ihr rückwärts ausparkt und von links oder rechts sich etwas nähert an Fahrzeugen, dann blinkt und piept euer Fahrzeug, im Notfall bremst der Corolla auch für euch. Dieses System wurde erweitert, denn wenn euer Fahrzeug, euer Corolla jetzt parkt, also wenn ihr euer Fahrzeug abgestellt habt und ihr möchtet aussteigen, dann erkennt das neue System Radfahrer und Fußgänger, die sich von hinten an euch nähern und würde euch dann einmal akustisch bzw. visuell warnen, dass ihr bitte jetzt nicht aussteigt, weil ihr sonst eben jemand mit eurer Tür erwischen könntet. Noch ein weiteres neues System ist die Rücksitzbelegungserkennung. Die hilft euch dabei, dass ihr nichts im Fahrzeug vergesst. Das heißt also, wenn ihr euer Haustier oder euer Kind oder sonst irgendwas auf dem Rücksitz gelassen habt und aussteigt aus dem Fahrzeug, dann warnt euch der Toyota nochmal und sagt, Achtung, du hast hier was auf der Rücksitzbank vergessen, sodass ihr nochmal nachschauen könnt, dass ihr auch wirklich alles aus eurem Corolla mitnehmt. Auch im Bereich Multimedia wird sich beim Corolla noch einiges tun. Ab der Produktion Januar 2022 hat der Corolla ja schon das schlaue Toyota Smart Connect verbaut. Das wird jetzt aber nochmal erweitert auf einen 10 Zoll großen Bildschirm. Das ermöglicht euch dann noch einfache Bedienung und mehr Übersicht. Eine weitere Neuerung bei euch im Corolla ist dann endlich das digitale Cockpit. Ihr habt also nicht mehr den Teil analogen bzw. dieses Runddisplay noch eingebaut oder diese kleinen Displays. Nein, ihr habt 12,3 Zoll großes digitales Cockpit und das könnt ihr dann auch noch ganz persönlich auf eure Bedürfnisse, also auf die Bedürfnisse des Fahrers einstellen. Ich bin ganz gespannt, wie das ausschaut und auch hierzu wird es sicherlich ein separates Video geben. Auch das Design wurde von Toyota nochmal leicht überarbeitet. Ihr habt die Einfassung der Nebelscheinwerfer, die Leichtmetallfelgen und auch den Kühlergrill noch eleganter gestaltet.
Der neue Corolla wird vermutlich in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten. Komfort, Team Deutschland, Lounge und GR Sport. Ihr bekommt dann die Komfortvariante mit dem 1,8 Liter Motor schon ab 31.000 Euro. Die voll ausgestattete Lounge-Version, die wird so ab 41.000 Euro starten. Die Preise sind noch nicht veröffentlicht und es ist eine grobe Einschätzung von uns, also nagelt uns bitte nicht drauf fest. Die finale Preisliste, die wird von Toyota dann voraussichtlich im Dezember 2022 veröffentlicht. Der neue Corolla ist ab sofort bestellbar, also informiert euch frühzeitig bei eurem Händler und sucht für euch die passende Ausstattung des neuen Toyota Corolla raus. Produziert wird euer Auto dann im Januar 2023. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare rein, was ihr von der Modellüberarbeitung haltet und wie euch der neue Corolla gefällt. Abonniert jetzt schon den Kanal, dann verpasst ihr nicht das Review zum neuen Toyota Corolla und den Verbrauchscheck, sobald wir das Fahrzeug hier haben. Außerdem erhaltet ihr regelmäßig neue Infos zum Thema Toyota, Seat und Lexus.